Kann ich? Ja. Der Dieb in der Vorratskammer. Der Herbst kam viel schneller als erwartet. Plötzlich verfärbten sich die Blätter bunt und mit jedem Windhauch fielen einige davon sanft zu Boden. Es wird wieder Zeit, auf Vorratssuche zu gehen, dachte sich der kleine Feldhamster. Flink und darauf bedacht, von niemandem beobachtet zu werden, huschte er aus seinem Bau quer über das Feld. Bis vor kurzem standen hier noch hohe Gräser und buschige Maispflanzen. Doch gestern drohte Sturm und Hagel und der Bauer musste das Feld schnellstens abmähen. Unter diesen Umständen musste der kleine Feldhamster sich ganz besonders vorsichtig über die freie Fläche bewegen. Mühsam sammelte er einzelne Maiskörner und liegengebliebene Erntereste vom Feld auf. Sobald er die Vorräte in seinen Hamsterbacken verstaut hatte, flitzte er rasch zurück zu seinem Bau. Dort legte er die Körner sorgfältig in seine Vorratskammer ab und machte sich auf den Weg zum Haselnussbaum. Dort traf er auf ein Eichhörnchen.